Ach ja, das Internet. Ein Ort, an dem die seltsamsten Dinge sich entwickeln und fortpflanzen, größer werden, als man je gedacht hätte und dann teilweise in der absoluten Katastrophe enden oder in wunderschönen Dingen. Und manchmal ist das beides fast das Gleiche. Und im Fall von Storm Area 51, das ist so ein Fall, da haben sich ein paar Idioten überlegt, Mensch, lasst uns eine Facebook-Gruppe eröffnen. In der es nur darum geht, dass wir genug Leute zusammenkriegen, die auch Bock haben, Dem Aliens zu sehen, die angeblich die US-Regierung in Area 51, in der Wüste, wo ist das, Utahs, Nevadas, versteckt, dass die US-Regierung da nichts mehr machen kann. Die Idee ist eben, wenn 100.000 Menschen auf Area 51 einstürmen, dann... They can't kill us all, ist, glaube ich, der offizielle Titel dieser Facebook-Gruppe. Oder They can't stop us all. Sie können uns nicht alle stoppen. Ja, ich bin Dennis und ich werde mir jetzt heute mal diesen Schwachsinn hier angucken. Das ist nämlich ein Spiel, das heißt Storm Area 51. Das ist das Spiel zum Ereignis, das am 20. September nicht stattfinden wird, weil sich 12 irgendwie bescheuerte Nerds da vielleicht in einem Hotel in der Nähe der Militäranlage treffen werden und dann feststellen, dass sie nur 12 sind und irgendwie keinen Bock haben, erschossen zu werden und deswegen es lassen werden. So, wir starten jetzt mal mit dem Easy Mode. Press Space to Storm. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Come on, the aliens are this way. Okay, so, warte mal. Kann ich das auch mit dem Controller spielen? Theoretisch ja, aber die Maus lässt sich... War das gerade ein Naruto-Runner? Oh nein. Es gibt ja dieses Meme, dass die US-Regierung sich jetzt mit Naruto-Runnern beschäftigen muss. Oh Gott, die Steuerung ist schrecklich. Da hinten, ja, Naruto-Runner kennt ihr doch, oder? Das sind die Leute, die so mit den Armen nach hinten und dem Oberkörper nach vorne so rennen. Wie halt bei Naruto. Oh, okay, und man darf sich nicht erschießen lassen. Aber wo sind denn Aliens? Kann sein, dass ihr, liebe Entwickler, das komplette Interface geklaut habt. Habe ich jetzt ein Alien gerettet? Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwelche Sachen sammeln? Ist das, hat das irgendwas von einem, diese Naruto-Runner. Hat das irgendwas von einem Battle Royale-Spiel? Weil ich habe ja Take to UFO. So, kann ich die irgendwie mitnehmen, die Aliens? Sind das Aliens? Warte mal, ich check das noch nicht so ganz. Nee. Also ich kann jetzt hier nicht interagieren. Aua. Muss vorsichtig sein, dass man hier nicht erschossen wird. Da hinten ist ein UFO. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Oh, da sind Soldaten. Da werde ich mal nicht lang gehen. Ich glaube, das ist... Oh, fuck. Oh, hier komme ich nicht durch. Ich glaube, es ist... sehr gefährlich, hier bestimmte Wege zu nehmen. Die Panzer hingegen hier sind kein Problem. So, ihr seht mich nicht. Ja! Ich weiß nicht, was ich jetzt geschafft habe. Ich sitze! Oh, wie geil! Was bringt mir das jetzt? Whee! Jetzt fahre ich hier. Oh, nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Nichts passiert. Kann man auch wieder aufstehen? Ich habe eine Smoke Grenade. Ach, Mist, jetzt habe ich sie direkt geworfen. Warum sitze ich denn jetzt? Habe ich jetzt ein Auto? Da, wofür es aber kein Modell gibt? Ja, ihr seht schon, es ist kompletter Scheiß. Es ist wirklich absoluter Trash. Wurde aber auch garantiert zusammengestöpselt, natürlich binnen irgendwie 1,5 Wochen, von irgendwelchen Leuten, die jetzt halt schnell Kohle machen wollen mit so einem Gag-Spiel. Jede einzelne dieser Elemente, also sowohl diese Beton-Gebäude als auch die Container, die hier rumstehen, als auch irgendwie wahrscheinlich die Wachen und so, das sind, ich wette mit euch, oder der Hubschrauber, das sind alles Objekte aus dem Unity Store. Ein Alien! Alien! Komm mit! Kann ich ihn nicht mitnehmen? Wieso? Die kommen nicht mit. Aliens rescued. Jetzt geh doch! Geh doch! Kleiner Menno! Oh, ich kann sogar schnell speeden auf meinem Arsch. Wie geil.
Oh, was ist das? Irgendwas Score hat sich erhöht. Aliens rescued. Ja, keine Ahnung, was das alles soll. Ja, also diese ganzen Elemente, das haben die sich ja nicht, das haben die nicht alleine erstellt. Klar, die Zusammenhänge der Gebäude und so, also diese Anlage hier so aufzubauen, da steckt eine Woche Arbeit drin von zwei Leuten oder so, würde ich schätzen. Oh, da unten werden wieder massenweise meiner Kollegen erschossen. Ich finde es so geil, wie dieser Alien hier rumlatscht und aber nicht weiß, wohin mit sich. Ich würde auch gerne mal wieder aufstehen. Ich habe keine Ahnung, wie man die Aliens rettet. Ehrlich gesagt. Wenn ich das wüsste, dann wäre schon viel, viel geholfen wahrscheinlich. Was ist das? Nichts. Kann man nicht einsammeln. Ein blinkendes Objekt. Schade. Oh Mann. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich Aliens in Area 51 gibt. Ich denke, das weiß nur die US-Regierung. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten jetzt hier irgendwie. Kann man irgendwie ins Menü zurück? Hier gibt es verschiedene Sichten. Ich habe auch eine Ego-Perspektive. Aber irgendwie so richtig funktioniert das hier alles nicht. Ich drücke gerade alle Tasten, falls ihr euch fragt, was ich mache. Weil ich gerne hier wieder raus möchte. Okay, ich würde vorschlagen, ich starte das jetzt gleich nochmal neu im normalen Modus und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen über Aliens. Aber bis dahin gibt es hier einen Schnitt. Ja, da sind wir wieder. Es geht weiter mit dem Sturm auf Area 51. Ich spiele jetzt gerade mal so ein bisschen mit dem Controller und der Maus, denn die Tastenbelegung von dem Spiel ist übrigens so, dass man alle Attacken und alle Kampfsachen, also man kann auch zum Beispiel schlagen, hier guck mal, ich kann treten, ich kann schlagen, ich kann noch mehr treten, es gibt relativ viele Bewegungen, wow, aua, Vorsicht, das kann ich aber alles nur mit dem Controller machen. Ich kann hier sogar so eine Ausweichrolle machen. Aber das geht alles eben nicht mit der Maus. Was irgendwie irritierend ist. So, wo ist jetzt der Alien? Hier sind doch eben dann jetzt immer Aliens rumgelaufen. Ich spiele jetzt übrigens auf Mittel. Also es ist jetzt viel schwerer als vorher das Spiel. Aber da das Spiel vorher schon nicht lösbar war, ist eigentlich auch egal. So, kann man mit dem Controller überhaupt rennen? Rennen wäre geil. Nee, Rennen geht übrigens nicht. Rennen geht wiederum mit Umschalttaste. Das ist ja, ich weiß, irritierend. Geht springen? Theoretisch liegt das auf Space, habe ich nachgeguckt. Aber die Space-Taste hilft mir nicht unbedingt beim Springen. Und jede andere Möglichkeit hier, also springen kann ich nicht. Okay, dann hätten wir das ja geklärt. So, Kleiner, kann ich dich jetzt irgendwie einpacken und zu deinem scheiß Raumschiff tragen oder was? Weil das ist ja irgendwie so ein bisschen der Plan, oder? Er zieht auch immer irgendwelche Knüppel aus der Rucksacktasche, die gar nicht da sind. Also, so richtig. Also selbst die grundlegende Spielmechanik, nämlich Aliens zu retten und zu ihrem UFO zu bringen, funktioniert halt einfach gar nicht. Also da möchte ich an dieser Stelle mal die Entwickler beglückwünschen für das am wenigsten funktionierende Spiel, das ich seit Jahren gespielt habe. Und ja, mir ist klar, dass das halt totaler Scheiß sein soll, auch bewusst. Dass das hier als Trash gedacht ist. Aber wenigstens irgendwie das Minimum. Was labert der Alien? Das Minimum sollte erfüllt sein, nämlich dass man die Spielmechanik des Spiels irgendwie halt nutzen kann. Und das scheint ja zumindest hier Take to UFO, steht ja hier. Das scheint ja zumindest die Hauptaufgabe zu sein. Aber selbst das kann ich nicht tun. Ja, also gibt es Aliens in Area 51? Ich bin mir unsicher. Ich weiß vor allen Dingen nicht, warum man das so lange hätte geheim halten sollen. Ich denke nicht, dass das Gerücht von die Welt ist nicht bereit, die Menschen sind nicht bereit, das zu erfahren, dass das notwendigerweise stimmt oder jemals gestimmt hat oder noch stimmt. Vielleicht vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, aber warum sollte das heute noch so sein? Guck dir doch an, was wir für eine Verrücktheiten hier draußen in der... Was ist das denn jetzt hier?
Wir haben noch einen Lichteffekt, lass dich uns einbauen. Guck mal, im Unity Asset Store gibt es noch einen Lichteffekt. Den nehmen wir mit. Warum hier überall so Gartenzwerge rumliegen, weiß auch kein Mensch. Hier ist ein Rucksack. Kann ich aber auch nicht einsammeln. Hier ist ein Alien, mit dem kann ich nichts machen. Das ist alles so sinnlos. Ich dränge ihn jetzt in die Ecke. Ja. Aber was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass es einfach gar keine Aliens gibt. Und ich bin eigentlich jemand, der daran glaubt, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es Leben im Weltraum gibt. Aber, weil warum auch nicht? Es gibt ja schließlich praktisch unendlich viele Planeten. Warum sollte es nicht auch unendlich viele Möglichkeiten geben, sowas wie die Erde nochmal zu erschaffen? Also sprich, ich tritt hier ins Gesicht. Also sprich, eine lebenswerte Umgebung für ein Ökosystem, in der sich Leben entwickeln kann. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir da alleine sind. Aber ich glaube nicht, dass das notwendigerweise heißt, dass es intelligentes Leben in irgendeiner Form von Definition ist, die für uns zufriedenstellend wäre. Also, dass das intelligentes Leben ist, das auch zum Beispiel Raumschiffe baut und zur Erde fliegt. Ich meine, stellt euch mal vor, die intelligentesten Lebewesen auf der Erde neben den Menschen sind Tintenfische aller Art. Und die, selbst wenn sie super intelligent geworden wären irgendwann, also so richtig, so. Au, 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 au. Tot. Selbst wenn die super intelligent geworden wären, also noch intelligenter als sie es jetzt eh schon sind, und sie sind wohl sehr intelligent, dann hätten sie ja wahrscheinlich, oder ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie es sehr schwer gehabt hätten, Metall zu bearbeiten, weil sie nun mal ja einen anderen Lebensraum haben als Menschen und sich anders entwickelt haben, andere Werkzeuge zur Verfügung hätten, im Sinne von anderer Gliedmaßen auch. Und es hätte gut sein können, dass sie sehr intelligent werden, alle Meere besiedeln, komplexe Gesellschaftsstrukturen bilden und so weiter, aber nie auch nur auf die Idee kommen, dass es etwas anderes außer dem Wasser gibt und dass sie irgendwie den Planeten verlassen können sollten oder was auch immer. Also diese Dinge, weiß ich nicht, ob's nicht vielleicht überall Leben gibt, aber warum sollte es Leben geben, das exakt dieselben, sag mal, Vorstellungen und Sehnsüchte hat wie die Menschen, nämlich Neugier und das Universum erkunden und erforschen. Das muss doch gar nicht automatisch sein. Und nur dann, wenn es die so in der Form gäbe, nur dann wäre es ja realistisch, dass wir sie hier auf der Erde irgendwie mal antreffen könnten. Und selbst dann nicht, weil die Entfernungen im All so unglaublich groß sind, dass sie ja schon einen sehr guten Grund haben müssten, die Außerirdischen, um hierher zu kommen. Was wollen die hier? Also ich meine, was... Erforschung. Ich könnte mir vorstellen, Erforschung oder Ressourcen. Aber ich glaube nicht, dass die Erde Ressourcen hat, die es nicht auch überall sonst im Universum gibt. Flüssiges Wasser, ja okay, aber gefrorenes Wasser gibt es an ganz vielen Orten. Allein in unserem Sonnensystem gibt es ein Dutzend Himmelskörper mit gefrorenem Wasser. Und jemand, der in der Lage ist, in ein anderes Sonnensystem mit einem Raumschiff zu fliegen, der kriegt es auch hin, gefrorenes Wasser im All abzubauen. Viel mehr geile Sachen haben wir nicht auf der Erde, außer halt Leben. Aber demzufolge wäre es, der Grund wäre Erforschung, wenn sie hergekommen wären. Aber dann ist die Frage, wie haben sie überhaupt bemerkt, dass wir existieren? Ja, also es ist nicht so, als könnte man das von sehr weit weg sehen oder hören. Ja, unsere Radiosignale, die wir ins All strahlen, die hört man vielleicht noch am Rande des Sonnensystems, wenn man gut hinschaut. Aber schon im nächsten Sonnensystem kriegt man davon gar nichts mehr mit. Es ist alles relativ schwierig. Ja. Also ich glaube nicht, dass es in Area 51 Aliens gibt. Wir werden es am 20. September nicht erfahren, denn es wird dort niemand in diese Basis eindringen. Das könnt ihr mir schon mal glauben. Das ist ein Internet-Meme, ein Internet-Blödsinn. Einer von diesen vielen Schönen da draußen. Und was wäre die Welt ohne all diese Internet-Blödsinne? Ich werde jetzt mir noch einen schönen Nachmittag machen und original dieses Spiel zurückgeben. Ja, schöner Refund. Die 7 Euro oder wie viel das gekostet hat. 7 Euro, ey. Was er da schon auf Android oder iOS für eine Masse an Spielen bekommt. Und in jedem Sale ist, keine Ahnung, das Tomb Raider Reboot für 5 Euro drin oder ähnliche Spiele von einem ähnlichen Kaliber. So Metro 1 und 2 zum Beispiel oder so. Holt euch lieber das für 5 Euro und stellt euch in eurem Kopf vor, wie es in Area 51 aussieht, weil da hilft euch das Spiel hier nicht.
Gut, also funktioniert nicht. Liebe Entwickler, alles neu machen bitte, so dass es besser funktioniert, weil ich kann nicht mal Aliens retten und die Steuerung ist fürchterlich. Die Hälfte liegt auf der Maus, die andere Hälfte auf dem Controller, wenn man einen angeschlossen hat, und drei Tasten liegen auf der Tastatur. Riesen, Riesenfreude. Und beenden kann man das Spiel übrigens nur aus dem Menü heraus, also hier, oder über Steuerung Alt entfernen. Oder Alt F4. Ja, das werde ich jetzt machen. Wir sehen uns bei einem anderen schönen oder beschissenen Spiel wieder. Ja, die Wahl liegt auch ein bisschen bei euch. Schreibt mir in die Kommentare, was ich spielen soll. Ich mache auch gerne, was ihr vorschlagt. Ansonsten, ja, lebt lang und in Frieden und lasst euch nicht von Aliens entführen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.